Willkommen zurück zu Paper Mario Secretster. Im letzten Part haben wir die Baulichtung abgeschlossen. Hier gibt es zwar noch ein Secret Exit, aber den können wir wie in Wigglers Wohnbaum noch nicht erreichen. Okay, wir hatten das Wiggler-Segment schon, aber es ist uns dann direkt in den nächsten Level abgehauen. Welt 3, 5, Einbahnfluss. Na, dann gehen wir mal rein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein bisschen schief, das Bild. Filmen wir uns erstmal auf und das so laut Basic Andreas ein ganzes ganz schönes Rätsel sein. Da oben ist das Ziel ja schon, aber da kommen wir noch nicht ran. Da drüben ist die Geheimtür und ich habe jetzt übrigens auch schon ein bisschen mehr ins Sticker-Museum eingeklebt. Das habe ich irgendwann schon mal gezeigt. Oh, das greift leider nur einen an. Na bitte. Na bitte. Deine Schwäche ist schon einen haben. Nein. Nicht. Na bitte, der klammert uns einen sonst fest. Und der versprüht uns die Kamera mit. Der versprüht uns das Bild und dann gehen manche Angriffe daneben. Genau ein Po-Block ist das, was ich jetzt brauche. Denn was? Einer ist immer noch da. Haben wir noch so einen nichtsnutzigen, abgenutzten Sprung? Ja. Bitte! Tschüss, Mann! Okay. Der Level ist kurz, aber. Wow, war das süßer. Hey! Ich will nicht den nicht kämpfen. Jetzt nicht hier und jetzt. Okay. Wieso nehme ich den Mehlhammer mit? Den werfe ich gleich wieder raus. Nein, jetzt nicht hier. Okay, nicht aufregen. Die machen wir schon fertig. Feuerblumen wird wahrscheinlich die Piranha-Pflanze schwer schwächen. Oh, ich hab sogar beide gleich viel. Na los. Okay. Ich vermute mal, die Piranha wird jetzt nicht attackiert. Das ist mir. Ich hätte sie zurückgezogen. Und jetzt brauchen wir einen Hammer. Ich hoffe, ich kann das. Oh, Feuer! Ne, ich meine Grillhammer. Ja, ich habe jetzt nämlich das. Was? Sie lebt immer noch? Na dann. Haben wir noch einen. Ja, wir haben noch einen abgenutzten Hammer. Der ist jetzt genau das Richtige. Ich habe ja bringt auch nicht viel, aber genau richtig viel. Okay. Das ist jetzt vielleicht ein kleines. Bisschen genervt. Gibt's hier nicht wieder ein KB Plus? Oh, Moment, einen kleinen Moment kurz. So, da bin ich wieder. Tut mir leid, ich habe vergessen nachzuschauen, wie viele Dingse es hier gibt. Das mache ich nämlich immer, bevor ich reingehe, damit ich weiß, ob ich Ausschau halten muss. Hier gibt's nur eins und das kann man nur durch die Geheimtür erreichen und da kommen wir sowieso noch nicht rein. Okay, jetzt gehen wir mal hier hinter. Okay, da kommen wir noch nicht drauf. Und angeblich gibt es hier so ein Blatt-Taxi. Ich weiß nicht ganz genau, wie das. Da drüben ist das Wiggler-Segment. Oh Mann, ist schon wieder. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt nicht. Oh Mann, nicht. Schieben. Da muss man jetzt so gut wie möglich A drücken, aber wie kann man hier. Oh nein, ich will nicht angreifen, ich will flüchten. Ich glaube, das ist ja besser. Okay, ja. Da kann man jetzt durch den Giftfluss, ohne Schaden zu erleiden. Und da muss man jetzt irgendwie einen Weg. Secret Exit gibt es hier auch. Oh, so. Wow, ein Kallersprung. Na schön, den einen machen wir schnell fertig. Habt ihr gesehen? Ein Kallersprung. Die sind die Sprünge mit den meisten. Aber wenn man im Kampf dazu lang drin steht in der Soße, ist das auch schädlich. Na los, schnell weg. Wo ist er? Nein.
Nein, ganz ruhig. Oh Mann, nicht. Aber jetzt kann ich nicht ruhig bleiben. Schnell, sonst wenn ich zu... das ist gut. Das wird jetzt langsam nervig hier im Giftsoße. Hätte ich doch bloß nicht das Blatt verlassen. Aber ich wollte ja diesen super Kallersprung oder wie er heißt. Okay. Erstmal heilen. Und jetzt aufs Blatt. Da oben ist ein Schnipsel. Ich vermute mal, der ist für den Secret Exit in Wiedlers Wohnbaum. Okay. Der Schnipsel ist genau dort, wo auch einer der beiden Exits ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ist das jetzt der Secret Exit oder der normale. Ich hoffe nur, ich sammle jetzt den Secret Exit nicht vom normalen Exit ein. Das wäre jetzt hier wirklich ein... Hey, wollte ich nicht. Also da wäre das tun wir nicht an. Ach komm, jetzt schon. Da drüben kann man noch ein Blatt ins Wasser legen. Und das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Oh nein, wo ist das Blatt jetzt hin? Oh, da. Okay. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ach, der Level war... Wie geht das hier? Okay. Kurzer Schnitt. Ich muss jetzt wirklich nachschauen, wie das geht. So, ich weiß es, aber das ist auch verrückt. Hier, und dann kann man jetzt mit Mario hier rauf. Ich sehe übrigens gerade durch den Kampf, eben sind meine Sticker ein bisschen knapp geworden. Normalerweise habe ich ja immer viel zu viel Sticker. Diesmal habe ich zu wenig. Naja, wie sich das ändern kann. So, abziehen. So. Bitte mal, nein, kann man nicht. Oh, Mann. Okay. Ab mit Hüftpushen. So, ich muss jetzt warten, bis das Ding wieder da ist. Oh Mann. Oh, es ist schnell wieder da. Ein Wunder, wie schnell dieses Blatt hier aus seiner Runden drehen kann. Oh Mann, das ist... Nö. Frag mich nicht, wie man da runterkommt. Ich weiß es nicht. Das Wiedler-Segment. Schmetterlinge weg und... Segment. Wir sind hier, kleines Wiedler-Segment, wir sind hier, um dich abzuholen. Was? Das kämpft jetzt gegen uns? Du hörst wirklich nicht zu, oder? Du tust einfach, was du willst. Na gut, wenn du nicht hören willst, wirst du schon sehen, was du davon hast. Na, den machen wir. Na, dann machen wir es gleich fertig. Ups. So, zweimal. Erstmal volle Power. Zweimal Sprung. 15? Also da lohnt sich der Kallersprung jetzt wirklich nicht. Den machen wir doch locker fertig. Ah! Hey! Vielleicht hätte er sich doch gelohnt. Okay. Aber was, den machen wir schon zack. Hey! Ich wette, jetzt müssen wir einen Hammer einsetzen. Wenn das jetzt nicht mehr will. Na bitte, so. Man muss immer verschiedene Attacken machen. So. Ja, bist jetzt brav? Hey! Komm schon, Kleiner, hör meinen Unsinn!
Ja, jetzt ist auch gekränkt. Das widerliche Mensch scheint sein Verhalten zutiefst zu bereuen. Ja, brav. Das ist auch gerecht so, kleiner Kerl. Na so. Noch schnell das zweite Blatt und dann das Ziel. Na, damit hätten wir das hinter uns. Wahnsinn! Das nenne ich mal Unmengen an Zaster. Wow! Also, da gibt's noch ein Secret Exit und den können wir jetzt schon erreichen. Puh, bin ich froh, dass das vorbei ist. Komm schon, Kleiner, wir bringen dich nach Hause. Ja, aber erst im nächsten Part. Und dort zeige ich den Secret Exit in Welt 3.5 und in Wiglers Wohnbau. Tja, dort sehen wir uns. Tschüss!